Willkommen zum MS-Perspektive-Podcast. Ich bin Nele Handwerker, MS-Patientin, Bloggerin und Autorin. Ich bringe dir Interviews, Inspirationen und Informationen über das Leben mit MS und zeige dir Möglichkeiten auf, wie du die Krankheit positiv beeinflussen und das Beste aus der Diagnose machen kannst. Auf ms-perspektive.de findest du die Episodennotizen, 11 kostenlose Tipps als PDF und viele weitere Informationen. Und jetzt beginnt die Sendung. Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wie versprochen gibt es heute eine Folge von mir und die geht ums Spritzen, weil mich da ganz einfach immer wieder Anfragen von verschiedenen Leuten da draußen erreichen. Meist sind es frisch Diagnostizierte, die irgendwie mit einer Therapie beginnen und da erstmal ganz unzufrieden, verunsichert sind, nicht wissen, was ist jetzt okay, was ist nicht okay. Und ich kann mich auch gut noch daran erinnern, dass es für mich damals auch relativ schwierig war. Starten wir erstmal damit, was ist denn das Wichtigste beim Spritzen? Und das ist ganz klar, dass die Therapie wirkt und die MS bei dir zum Stillstand bringt. Was heißt Stillstand? Stillstand heißt, dass du keine Schübe hast, dass du aber auch keine neuen Läsionen im Gehirn hast, wenn du im MRT bist und das da überprüfst. Außerdem wäre es natürlich schön, oder was heißt, wäre es schön, außerdem wird geguckt, dass du mit der Therapie möglichst keine gefährlichen Nebenwirkungen hast. Also es gibt zum Beispiel Therapien, die fördern depressive Verstimmung. Das kann dann gefährlich werden, dass jemand wirklich Selbstmordgedanken hat. Wenn das irgendwie bei dir der Fall ist, dann bitte melde dich sofort bei einem Arzt. Sag jemandem Bescheid, vielleicht auch jemand von deinen Lieben, dass sich um dich gekümmert werden kann. Denn das kann mitunter passieren, dass das irgendwie durch eine Therapie ausgelöst wird. Also nicht ausgelöst wird, dass es verstärkt wird. Und das wäre halt gefährlich, ne? Das wäre immer ein Grund für einen Wechsel. Aber an sich bei dem Spritzen subkutan ist es so, dass es sicherlich eine ganze Menge unangenehme Nebenwirkungen gibt, gerade am Anfang. Also ich hatte das auch, ich hatte stark verhärtete Hautstellen, unschöne Knubbel, das hat gejuckt, das tat weh. Ich habe immer mal, das passiert mir bis heute, ich treffe immer mal aus Versehen irgendwie einen Nerv oder so, dann tut das echt ein paar Tage weh und ist auch sehr unangenehm und blockiert oder ich treffe dann Muskel, ich weiß nicht genau, was ich da treffe. Auf jeden Fall habe ich dann wie so eine kleine Blockade beim Laufen, weil sich dann der Teil, der verstoffwechselt wird, irgendwo befindet, wo er irgendwie auf den Muskel einwirkt und das ist natürlich sehr unangenehm. Und was ich auch habe, sehr selten, aber mal so Flaschs, die sind auch nicht schön. Ne? Da geht die Herzrate, glaube ich, hoch, ist irgendwie völlig ungefährlich. Also es ist kein Problem. Ich wurde damals auch sehr gut drüber aufgeklärt. Bevor ich begonnen habe mit dem Spritzen, da war ich auch sehr froh drüber, weil beim ersten Mal ist es schon gruselig gewesen. Aber dann alle folgenden Male und auch bei dem ersten Mal wusste ich schon, okay, das ist jetzt nicht gefährlich, mir wird jetzt nichts passieren, ich werde jetzt nicht gleich irgendwie umkippen, ohnmächtig werden, was auch immer, sondern das gehört dazu, das ist jetzt irgendwie vom Spritzen ausgelöst, das geht auch wieder weg. Und das tut es tatsächlich. Also ich hatte mal irgendwann eine Charge an Spritzen, da war besonders oft das Problem. Vielleicht lag es auch daran, dass ich mich da in einer anderen mentalen Stimmung befunden habe, das weiß ich nicht mehr. Da kann mich zugegebenermaßen nicht mehr gut genug dran erinnern. Vielleicht lag es an den Spritzen, vielleicht an mir, wer weiß. War unangenehm, aber nicht dramatisch. Denn das Wichtigste ist, wird deine Krankheit gestoppt? Wird die Aktivität gestoppt? Wenn das passiert, sind solche in Anführungsstrichen kleinen Nebenwirkungen echt nicht das Ding. Also MS ist eine sehr ernstzunehmende Krankheit. Es gibt mittlerweile sehr, sehr gute Möglichkeiten, dagegen vorzugehen. Sehr viele Therapien, die helfen. Also von den Basismedikationen, im Prinzip wird das in drei Stufen eingeteilt. Basismedikationen bei einem milden Verlauf und bei dem hochaktiven gibt es Stufe 2, Stufe 3. Und wenn man es also schafft, mit einem dieser Stufen die MS in Schach zu halten, super, weil dann hat man ein schönes, relativ unbeschwertes Leben. Und bei denen, wo es später entdeckt wurde und die dann vielleicht, wo schon einiges kaputt gegangen ist im Gehirn, im zentralen Nervensystem,
Die wären, glaube ich, sehr dankbar, wenn sie nur so unangenehme Nebenwirkungen gehabt hätten wie verhärtete Hautstellen. Ja? Aber ich will es nicht kleinreden. Ich weiß, dass es mich damals auch sehr belastet hat, dass ich keine kurzen Kleidchen anziehen konnte, irgendwie nicht ins Schwimmbad gegangen bin, weil das war so rot. Es war mir klar, dass da nicht gut ist, wenn da noch Hitze und Sonne raufkommt. Wurde ich auch damals darüber aufgeklärt von meiner MS-Schwester, was mehr ein MS-Krankenpfleger war. Und da ist halt Hitze nicht so gut, heiße Bäder, Sauna, direkte Sonneneinstrahlung, sei es jetzt durch echte Sonne draußen oder irgendwie ein Solarium, das belastet einfach alles, die Haut sollte man nicht machen. Wie ist das an sich? Also jedes Medikament hat eine Zeit, wo es erstmal anlaufen muss und wo sich der Körper dran gewöhnen muss. Also es gibt da im Prinzip zwei Dinge, an die man sich so gewöhnen muss oder der Körper. Das ist zum einen diese Gewöhnungsphase mit den Nebenwirkungen, die kann mehrere Wochen oder Monate dauern. Also bei mir wurde damals gesagt, das dauert ungefähr 3 Monate, bis der Körper sich an dieses Spritzen gewöhnt hat. Also nicht an das Spritzen, sondern an den Wirkstoff, der da reingebracht wird. Und im Prinzip kommen Makrophagen an, verstoffwechseln das und es führt dazu, dass mein Körper nicht mehr so sehr gegen sich selber schießt und wahrscheinlich die Schubrate runtergeht, die Läsionen runtergehen und, weil mein Körper sich halt mehr mit diesen Eiweißbausteinen auseinandersetzt. Und das wurde auch in dem schönen Bild erklärt, nämlich stellen Sie sich vor, sagte damals der Krankenpfleger, Sie wohnen in einem kleinen Dorf und auf einmal kommt da jeden Tag ein 40-Tonner vorbei, donnert direkt an Ihrem Garten vorbei. Das scheppert alles, das Geschirr wackelt, vielleicht fällt auch mal sogar was runter und geht kaputt. Und jetzt passiert das aber jeden Tag. Das heißt, was würde man machen? Man würde, wenn man sozusagen Körper wäre, ne, man schaut dann vielleicht, dass man das Geschirr anders hinräumt, dass man da vielleicht Servietten dazwischen packt, dass die Teller nicht so aufeinander scheppern, dass man die Gläser irgendwie so hinstellt, dass die nicht gegeneinander krachen und man selbst als Person da drin würde irgendwann nicht mehr völlig schockiert aus dem Bett fallen, vom Kaffeetisch kippen oder seinen Tee verschütten, sondern man weiß ja, ach, jetzt kommt's wieder. Man soll sich auch immer möglichst zur gleichen Zeit spritzen. Also jetzt passiert es wieder. Und wie gesagt, man kann auch, der Körper sozusagen selber gewöhnt sich dran, trifft gewisse Vorbereitungen und es wird weniger schlimm. Also ich hatte am Anfang selber ganz, ganz starke Knubbel, Verhärtungen, Rötungen. Ich wusste irgendwann gar nicht mehr so genau, wo ich mich noch hinstechen soll. Ich habe Stellen gefunden, aber es wurde wirklich ein bisschen schwieriger. Und tatsächlich nach diesen 3 Monaten war es schon deutlich besser geworden. Es war halt ein schleichender Prozess. Und heute habe ich kleine Stellen, die dann so ein bisschen rot sind, manchmal ein bisschen jucken. Wie gesagt, ich treffe immer noch ab und zu mal eine Sehne oder was das da genau ist oder Muskel oder es kommt auch mal vor, dass es ein bisschen blutet oder mehr blutet, wenn ich halt ein Gefäß treffe. Und diese Flaschen sind alle paar Wochen, alle paar Monate, also eigentlich sehr, sehr selten. Ich hatte es auch einmal, da hatte ich deutlich zu viele Kirschen gegessen. Die waren aber auch so lecker, dass ich mich sogar übergeben habe unter so einem Flasch. Das ist mir einmal passiert. Und nachdem ich wieder eingestiegen bin, nach der Pause mit Schwangerschaft, Geburt meiner Tochter, also ich habe 3 Monate lang meine Spritzen genommen, die ersten 3 Monate, bis sicher war, dass die Schwangerschaft bleibt. Und mein Präparat, ist nicht gefährlich gewesen fürs Kindeswohl. Und habe also 1,5 Jahre insgesamt ausgesetzt. Und als ich das erste Mal mich gespritzt habe, hatte ich ganz stark Schüttelfrost. Und das kannte ich nicht und hatte total Angst und war super froh, dass mein Mann da war und sich hätte um unsere Tochter kümmern können. Die hat geschlafen. Aber da hatte ich so einen Schüttelfrost, ich hätte halt nichts machen können. Wir waren noch ein Kleinkind oder gerade ja frisch aus dem Babystadium raus. Und ich hätte mich nicht um sie kümmern können, weil ich so mit mir beschäftigt war. Das ging dann auch vorüber. Also es war auch nicht ewig. Ich weiß nicht, ob es eine halbe Stunde war, eine Stunde. Also es war schon eine Weile. Aber ich hatte auch noch irgendwie eine kleine Viruserkrankung in mir. Die hat es vielleicht verstärkt, wer weiß. War also nicht schön. Nichtsdestotrotz, mein Medikament wirkt und das ist wirklich das Allerwichtigste. Wenn bei dir ein Medikament wirkt, sei dankbar, sei froh. Ja, wie ist das mit der Wirksamkeit? Da wurde mir damals beschrieben, und das Bild fand ich auch sehr schön, von so einem großen Tanker. Wenn du dir vorstellst, auf den Weltmeeren, Ozean fahren so riesen Tanker rum, die beladen sind mit Containern oder Containerschiffe so.
wenn da jemand am Steuerrad dreht, was wahrscheinlich alles digital ist oder wie auch immer, wird bestimmt nicht mehr das klassische Steuerrad sein. Wenn da jemand am Steuerrad dreht, das dauert ein paar Kilometer, bis der Tanker in eine andere Richtung fährt. Und so ist es auch mit den Medikamenten. Also da bitte immer mit deinem Arzt sprechen. Ich bin nur eine erfahrene Patientin, aber natürlich bin ich keine Ärztin. Also bitte, bitte, bitte immer, wenn du ganz konkrete Fragen hast, immer mit deinem Arzt sprechen, deiner Ärztin. Aber das dauert halt immer, bis ein Medikament anschlägt. Das wird von Medikament zu Medikament ein bisschen unterschiedlich sein. Aber eine gewisse Zeit musst du dem Medikament geben, um zu schauen, gemeinsam mit deinem Arzt, wirkt das bei dir oder wirkt das nicht. Nach einem angemessenen Zeitraum führt man normalerweise einen Check durch. Das ist sehr häufig ein MRT, vielleicht noch ein paar andere Maßnahmen, vielleicht noch neurologische Tests oder irgendwelche anderen Dinge. Denn falls die Therapie bei dir nicht anschlägt, ganz, 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 ganz wichtig, dann bitte die Therapie wechseln. Das wird dir in der Regel dein Neurologe auch immer empfehlen. Dann hör bitte auf ihn und guck, was vielleicht für dich da in Frage kommt. Gibt mittlerweile einen großen Erfahrungsschatz und auch Unterstützung durch Auswertung großer Datenmengen. Und da ist also die neueste Empfehlung der Leitlinie zur Diagnostik und Therapie der Multiplen Sklerose. Die wurde im Februar 2021 rausgegeben für den deutschsprachigen Raum, dass man bei einer hochaktiven MS auf ein Medikament aus der Kategorie 2 oder 3 wechselt. Also, falls du frisch diagnostiziert bist, du hast ein Medikament, du hast das eine ganze Weile genommen und das zeigt keine Wirkung, dann bitte vertraue deinem Neurologen, wenn der sagt, wir müssen jetzt ein aktiveres, also ein hochwirksameres Medikament einnehmen. Das ist ganz, ganz wichtig, denn die MS hat man bis zum Lebensende und du möchtest sicherlich auch in 10, 20, 30, 40 Jahren noch ein schönes Leben führen und das mit möglichst wenig Einschränkungen. Am besten gar keinen. Ganz kurz nochmal, darum geht es hier zwar nicht, aber trotzdem ist mir wirklich immer wieder ein Anliegen, was ist eine hochaktive MS? Das bedeutet auch nach dieser Richtlinie definiert, schwere Schübe mit ungenügender Rückbildung, also es bleibt was zurück, du siehst nicht so gut, du kannst nicht so gut laufen, du gibt ja alle möglichen Sachen, hast Probleme mit Magen, Darm bzw. Blase oder ja, gibt ja alle möglichen Dinge. Ne? Du hast häufige Schübe im ersten Jahr, du hast viele Läsionen in der MRT. Und du hast bereits im ersten Jahr eine bleibende Behinderung. Das wären Definitionen, verschiedene Definitionen einer hochaktiven MS. Das kann alles zutreffen, da kann nur eins von zutreffen. Vertrau da bitte deinem Arzt. Wenn du das Gefühl hast, der kennt sich nicht mit der MS aus, ist ein sehr netter, lieber Mensch, aber kennt sich nicht mit der MS aus, dann lohnt sich's, glaube ich, eine Zweitmeinung einzuholen. Doch zurück zum Spritzen. Wenn die Therapie die MS zum Stillstand bringt, und die Nebenwirkungen vom Spritzen für dich unerträglich sind, dann geht es darum, dass du einen Wechsel hin zu einem anderen Medikament aus der gleichen Kategorie probieren kannst. Da gibt es ja eigentlich, also nicht eigentlich, es gibt in allen drei Kategorien, Kategorie 1, 2 und 3, mehrere Medikamente und vielleicht verträgst du ein anderes besser. Du wirst ja da in der Regel auch aufgeklärt. Sprich gerne die DMSG, den Landesverband bei dir vor Ort an. Die kennen sich auch aus, weil die einfach ständig Kontakt mit Patienten haben. Die sind nicht die Fachleute für die Medikamente, aber sie haben natürlich schon viel Ahnung, weil sie ganz viel Patientenkontakt haben. Vielleicht hörst du dich in der Community um wiederum. Ich bin immer für seriöse Informationen. Also mir ist ehrlich gesagt lieber DMSG, Amsel, dein Neurologe, da dich zu informieren, weil das sind seriöse und ja, vertrauenswürdige Quellen. Wenn du auch noch mal einen Hinweis aus der aktuellsten Richtlinie, wenn du nach einem längeren Stillstand der MS mal eine Zeit ohne Therapie probieren möchtest, dann bitte, bitte engmaschig checken. Also, das ist, glaube ich, nur sehr wenigen Patienten vergönnt, dass sie wirklich komplett ohne Medikamente zu einem Stillstand finden. Und da sollte man auch wirklich alles Mögliche überprüfen lassen, weil wie du in der Folge zum MRT vielleicht hast du die gehört, ansonsten hör da gerne rein, war die Folge 104 mit dem Dr. Kitzler, wie du da gehört hast. Man kann nach wie vor leider noch nicht alles darstellen. Es gibt Bereiche, die sind von der MS betroffen, die kann man nicht darstellen. Es besteht also auch die Gefahr, dass obwohl du ein MRT machst und man da nichts sieht, die MS voranschreitet. Ich werde also ganz, 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 ganz vorsichtig, wirklich keine Therapie zu haben. Die Empfehlungen sind, glaube ich, nicht ohne Grund, dass eine Therapie mit dem besten langfristigen Schutz
bringt vor der fortschreitenden MS. Ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ich hatte eine Pause wegen meiner Tochter, also ab dem 4. Schwangerschaftsmonat bis ein Jahr nach ihrer Geburt habe ich ausgesetzt mit der Therapie, auch wegen dem Stillen und so. Und ich hatte einen kleinen Schub, der war irgendwann, also vermutlich nach ihrer Entbindung, mir ist es halt nicht so aufgefallen, weil ich den Fuß auch immer so komisch aufgestellt habe, beim Stillen, dass ihr Kopf da irgendwie günstig ist und so. Aber der hat mir zwei, ja, empfindungsgestörte Zehen im rechten Fuß beschert, irgendwie den dritten und vierten. Und das fühlt sich nicht schön an. Das ist jetzt nicht dramatisch, das schränkt mich jetzt nicht irgendwie ein. Es ist unangenehm, die fühlen sich teilweise taub an. Manchmal ist es auch ein bisschen schmerzhaft, ich kann damit leben, ist nicht dramatisch. Ist die schöne Zeit mit meiner Tochter alle Male wert, alles gut. Aber ich bin zur Therapie zurückgekehrt und die schöne, verträumte Vorstellung davon, dass ich ohne Therapie leben kann, die hat sich damit für mich in Luft aufgelöst. Und ich werde es auch ehrlich gesagt nicht nochmal probieren, außer es gibt irgendwann die Richtlinie, okay, mit 50 Jahren, 60 Jahren ist die MS wahrscheinlich so ruhig, dass du es nochmal probieren kannst. Aber das, ne, ist jetzt gerade so ins Blaue gesprochen. Ich kenne diese Richtlinie nicht. Aber sollten Sie also irgendwann mal was rausfinden oder was Besseres passieren, dann freue ich mich, wenn ich ohne Medikation leben kann. Ansonsten ist mir die Medikation mein schönes Leben wichtig. Wert, meine ich. Genau, ein paar Tipps zum Spritzen. Beim subkutanen Spritzen, das bedeutet, du musst ins Unterhautfettgewebe. Subkutan heißt Unterhautfettgewebe. Ansonsten müssen nämlich die großen Makrophagen, die beim Verstoffwechseln des Wirkstoffes sich da so durch den Körper schieben, müssen durch die Netzstruktur von dem Fett. Also ich habe das einmal bei einem, ja, wir haben alle irgendwie Fett im Körper, ne? Ist ja auch richtig so, soll uns wärmen und. Aber das ist eine relativ feine Struktur. Und wenn die sich da durchstemmen müssen, um da ranzukommen, die sind eben relativ groß, dann ist das mit ein Grund, warum da so Schwellungen entstehen und warum das rot wird und heiß wird. Wenn das da unten ankommt und der Körper sich dran gewöhnt hat, dann ist das alles nicht mehr so intensiv. Das heißt, du solltest ein bisschen mit der Einstichtiefe variieren. Das kann man beim Spritzen von Hand sicherlich ohne Probleme. Ich kenne mich damit nicht aus. Für mich ist das nichts. Ich habe genug Probleme am Anfang gehabt, mich zum Spritzen zu überwinden. Ich kann bis heute nicht hingucken, wenn mir jemand Blut abnimmt oder mich spritzt, muss ich bis heute weggucken. Und ich benutze auch eine Einspritzhilfe. Und in meiner Einspritzhilfe ist das einstellbar. Ich weiß nicht, ob das bei allen so ist. Falls nötig, dann sprich mal am besten die Hotline von deinem Medikamentenhersteller an und lass dich da beraten. Denn natürlich hat jeder irgendwie unterschiedlich viel Fett an seinem Körper. Ne? Da gibt es ja diese tollen Körperfettwagen. Also manche sind super durchtrainiert und haben kaum was an sich. Bei manchen ist es weniger. Aber die können dir auf jeden Fall Tipps geben, auch drüber hinaus, über jetzt nicht nur das mit dem Einstellen, sondern vielleicht auch noch ein paar andere Tipps, die immer jeweils passend zum Medikament sind, sind eine gute Quelle. Habe ich am Anfang wirklich öfter genutzt und habe auch da sehr gute Erfahrungen gemacht. Falls du mal jemanden dran hast, der dir nicht so hilft, dann probier es vielleicht einfach nochmal. Ich denke mal, da sitzen sehr oft gut Ausgebildete dran, aber da werden auch manchmal Leute einen schlechten Tag haben, erst frisch in der Hotline sein, was auch immer. Also von dem ersten nicht so erfolgreichen Beratungsgespräch würde ich mich da auch noch nicht frustrieren lassen. Genau, ganz konkret bei mir war es so, ich habe früher mit 10 mm gespritzt, da war ich noch fitter, jünger und knackiger. Und heute als Mama einer Tochter, ich mache zwar jetzt jeden Tag Sport, aber ich bin einfach nicht mehr Anfang 20, nutze ich 12 mm und komme damit eigentlich sehr gut zurecht. Es scheint also dann bei mir im Unterhautfettgewebe anzukommen. Ich mache das auch so, wenn ich die Spritze aus dem Kühlschrank nehme, ich wärme die in der Hand auf. Die sollte körperwarm sein. Wenn man kalt spritzt, habe ich irgendwann mal am Anfang gemacht, da war ich nicht entspannt genug und wollte es schnell hinter mich bringen. Das war echt unangenehm, wenn das ein ganzes Stück kälter ist als der Körper. Also das macht keinen Spaß. Aber wie gesagt, in der Hand aufwärmen, das hat ja deine Körpertemperatur, außer du hast im Winter kalte Hände. Oder auch im Sommer, wer weiß. Aber sozusagen bist du körperwarm aufwärmen. Also wenn ich kalte Hände habe, dann lege ich es an Bauch oder an Oberschenkel oder wo auch immer, irgendwo hin, wo es warm ist. Denn meist sollen die Wirkstoffe ja auch nicht zu sehr erhitzt werden.
Wenn ich gespritzt habe, nehme ich dann ein Stück Zellstoff. Ich habe immer so einen kleinen Kühlakku, den habe ich auch damals von meinem Medikamentenhersteller gleich im ersten Paket mitbekommen und irgendwann ging er kaputt, da habe ich mal einen zweiten bestellt. Aber es ist ein relativ kleines Stück. Ich habe es jetzt nicht gemessen, wie groß es ist. Aber das lege ich also auf das Stück Zellstoff, das Stück ziehe die Spritze sozusagen raus, nach so, ich zähle mal 21, 22, 23 und bis 40. Bei mir geht das dann runter. Ich sehe dann, dass der Wirkstoff wirklich drin ist. Das klackt dann laut und dann ist das rot für ist drin. Und am Anfang war das bei mir auch manchmal so, dass der Körper so verhärtet war oder ich so angespannt, dass das nicht reingegangen ist. Da saß ich minutenlang da. Mittlerweile ist mir klar, wenn wirklich sowas mal passiert, das bringt in der Regel nichts, dann kann ich das auch rausziehen. Das Ding ist, dann entlädt sich die Spritze draußen. Das heißt, dieser Wirkstoff sprüht dann durch die Gegend. Hat mich zum einen immer psychisch total fertig gemacht, wenn das passierte, weil ich mir dachte, oh Gott, ey, der teure Wirkstoff, die teure Spritze. Jetzt habe ich mir das blöde Ding reingerammt, habe mir wehgetan, habe jetzt einen Knubbel und es ist nicht immer in meiner Haut angekommen und war da also psychisch wirklich total fertig einfach. Das solltest du natürlich möglichst vermeiden, wenn es dir möglich ist. Also wenn das passiert, versuch es gelassen zu nehmen. Wenn du dich wie ich oft spritzen musst, ich muss mich dreimal die Woche spritzen, früher war es sogar siebenmal, toi, 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 jetzt nur noch dreimal, dafür doppelt so viel Wirkstoff, dann, ja, wenn du dich oft spritzt, ist es, glaube ich, okay, wenn das eben einen Tag mal ausgesetzt ist, dann ist es so, versuch dann vielleicht am nächsten Tag wirklich zu gucken, ob du eine Stelle findest, wo das nicht so verhärtet ist. Wenn du eine verhärtete Stelle gefunden, also wenn du bei eine verhärtete Stelle gespritzt hast und dir da sehr sicher bist und das nicht an deiner psychischen Verfassung liegt, dann kannst du natürlich auch nochmal eine Spritze ansetzen. Bei mir war das dann teilweise so, dass es meine Einstellung war. Ich war zu unruhig, ich war zu verspannt und dann habe ich manchmal sogar noch eine zweite Spritze genommen und das ging wieder schief. Das kam wieder raus. Die ist einfach nicht reingegangen, weil ich selber so angespannt war. Es ist unglaublich, was für eine Spannung man aufbauen kann, ohne dass man bewusst die Muskeln anspannt, einfach aus der Unbewusstheit heraus. Nun ja, aber es wurde auch bei mir über die Jahre immer besser und sowas passiert mir heute nicht. Das passiert mir halt, wenn ich wirklich eine Verhärtung treffe und das vorher nicht richtig gecheckt habe. Dann, ja genau, also Spritze rausgezogen, wenn man bis 40 gezählt hat und das Ding reingegangen ist, der Wirkstoff, wie er sollte. Stück Zellstoff drauf, weil ein kleines bisschen Blut kommt bei mir zumindest immer, manchmal ist es mehr. Darauf den Kühlakku. Kühlakku bitte nicht zu kalt. Ich habe den im Kühlschrank liegen, aber da, wo es Obst, Gemüse liegt. Denn wenn der zu kalt ist, irritiert der die Haut zusätzlich. Das ist dann natürlich auch nicht gut. Wenn es bei dir unangenehm ist, kann ich dir nur dazu raten, ich habe es früher so gemacht, ich habe es vorm Schlafengehen mich gespritzt. Mache ich heute wieder. Ich habe es dann mal ein paar Jahre früher gemacht, weil es einfach mich gut dran gewöhnt hatte und da hat es halt so besser in meinen Lebensrhythmus reingepasst. Aber jetzt mache ich es auch wieder abends, weil da meine Tochter im Bett ist. Und ich sage jetzt zwar, dass ich mich spritze, aber sie hat das jetzt nie gesehen, weil sie ist noch zu jung. Ich will nicht, dass sie mir da irgendwie reingreift. Mir wehtut, sich wehtut, was auch immer. Und dann kann man eben einen Teil dieser schmerzhaften Phase verschlafen. Also ich habe mich dann auf den Bauch gelegt, wo ich mich gespritzt hatte, den Kühlakku drunter oder auf den Oberschenkel oder ja, wie auch immer, damit ich auf dem Po mit dem Kühlakku, damit ich dann möglichst irgendwie einschlafen kann, mir noch ein Hörbuch angestellt oder noch kurz was gelesen, versucht, mich wirklich abzulenken, dass ich da diesen Schmerz wegdränge aus meinen Gedanken und mich halbwegs zu entspannen. Ich weiß, es gibt den Tipp, dass man so Kompressen mit Tee macht. Schwarzen Tee, Kamillentee-Kompresse soll helfen. Ich habe das mal ausprobiert. Ich habe da keine Linderung empfunden, aber kann sein, das hilft auch bei manchen. Vielleicht habe ich es auch falsch gemacht. Das war mir auch alles zu aufwendig mit irgendwie vorher vorbereiten und dann hat man da was im Kühlschrank stehen und dann taucht man da ein Pad ein und ach naja, mir war das alles zu aufwendig. Aber da gibt es Möglichkeiten, ja, und frag da gerne, wie gesagt, bei der Hotline deines Herstellers nach. Die haben mit Sicherheit Tipps. Oder auch in der Community, da wird es auch Leute geben mit Tipps. Bei mir wirkt eher der Gedanke an all das Schöne, was ich weitermachen kann. Also Snowboard fahren, Badminton spielen, in schöne Urlaube fahren, tanzen, klettern mit meiner Tochter irgendwie auf den Klettergerüsten. Das hilft mir besser.
Und was auch bei mir sehr gut funktioniert, ist Atemtechnik benutzen. Also so aus dem Yoga das Bewusstsein ganz bewusst tief ein, tief ausatmen. Auch so, ich habe mal eine Weile dieses autogene Training nach Jacobsen genutzt. Auch das hat mir geholfen und ich muss das jetzt nur noch sehr selten anwenden, weil ich eigentlich viel entspannter bin als früher. In jeglicher Hinsicht ist der Vorteil auch vom Älterwerden, die meisten werden entspannter. Ich bin jetzt schon 41, da ist man ein bisschen relaxter meist. Ja, dass du ganz einfach möglichst beim Spritzen nicht verkrampfst, ne? Sondern so locker wie möglich spritzt. Dann natürlich die Stellen variieren, wo du spritzt. Ich habe da meine App, die ich nutze. Ich habe ganz lange Spritzenhandbücher genommen. Meine App funktioniert jetzt mal eine Weile nicht. Da musste ich wieder aufs Handbuch zurückgreifen. Aber mit der App ist das eigentlich netter. Die schlägt mir dann Stellen vor. Ich trage ein, wohin ich mich gespritzt habe. Die schlägt mir vor, damit das immer möglichst weit auseinander liegt. Und das ist tatsächlich ein anderes Vorgehen, als ich genutzt hatte. Also das ist total sinnvoll für dieses regelmäßige Durchwechseln, dass die Stellen immer möglichst weit voneinander wegliegen. Weil wenn man sich, ich sag jetzt mal, Po links, Po rechts spritzt, so habe ich das nämlich immer gemacht, Oberschenkel links, Oberschenkel rechts, ist das, okay, beim Oberschenkel liegt es weit auseinander, beim Bauch ist es immer noch so ein bisschen in der Nähe und beim Po ist auch noch so ein bisschen in der Nähe. Naja, ist eigentlich auch genug, weit genug weg. Aber es ist auf jeden Fall günstig mit diesen Apps oder Spritzenhandbüchern. Was du auch bedenken solltest, gerade wenn du anfängst mit dem Spritzen oder da vielleicht auch weiterhin gewisse Probleme hast, ich weiß nicht, wird sie wahrscheinlich auch nicht bei allen, sagen wir mal, zum Wohlgefallen entspannen. Dann mit so Verhärtungen nicht unbedingt in die Sauna gehen. Keine pralle Sonneneinstrahlung, also ob jetzt künstlich oder echt, ist auch erstmal egal. Ob jetzt im Sommer die brüllende Hitze oder du bist in einem Sommerurlaub. Oder das Solarium, das ist halt Stress für die Haut. Und die Haut noch mehr stressen sollte man nicht. Gilt natürlich auch irgendwie für extreme Kälte. Also ich kann mich erinnern, dass ich mal irgendwo im Winterurlaub unterwegs war und nicht warm genug angezogen. Und wenn dann die geplagte Haut sehr viel Kälte abbekommt, ist das für die auch Stress. Das ist halt auch nicht gut, ne, über einen längeren Zeitraum. Genau. Meine Erfahrungen. Ja, ich habe jetzt schon ein paar mit dir geteilt. Also ich möchte sagen, vielleicht beruhigt dich das. Ich spritze mich ja seit Anfang 2009, habe wie gesagt mal ein halbes, anderthalb Jahre ausgesetzt. Den Podcast nehme ich jetzt hier gerade im Oktober auf, also lange im Oktober 2021, sprich 12 Jahre oder wenn man das rausrechnet, 10,5 Jahre Spritzen liegen hinter mir. Ich habe ganz lange in den ersten Jahren meinen Neurologen immer wieder gefragt, gibt es denn eine Alternative zum Spritzen? Gibt es nicht vielleicht Tabletten, die auf den Markt kommen? Oder mir geht es doch so gut unter dem Spritzen. Meinen Sie nicht, ich sollte mal damit aufhören? Und das war halt aus meiner uninformierten Art als Patient. Mir war nicht klar, dass ich total glücklich sein sollte, dass das bei mir gut funktioniert, dass es die MS komplett unterbindet und dass es auch deutlich aktivere Verläufe der MS gibt, wo ja man vielleicht gar nicht mal was findet, was komplett wirksam ist. Und dass eben die Tabletten, die damals zumindest zu Beginn auf den Markt kamen, auch für einen aktiveren Verlauf der MS waren. Also bloß weil es Tabletten gibt, Infusionen gibt, heißt das ja noch lange nicht, dass es für die Wirkstoffklasse, die man selber braucht, das Richtige ist. Und wie gesagt, wie glücklich ich mich schätzen konnte und bis heute kann, dass ich eine wirksame Therapie habe. Das ist nämlich ganz toll. Das wird zum Glück heute bei vielen Patienten erreicht, dieser Stillstand, aber leider eben nach wie vor noch nicht bei allen. Also sei froh, wenn das bei dir so klappt. Ja, und ich bin auch total froh, deshalb, ich fahre ja weiter nach Dresden, ne? Also Professor Ziemsen, damals war er noch nicht Professor, aber das ist sozusagen mein Neurologe von Anbeginn der Zeit, wo ich wirklich in einem MS-Zentrum betreut wurde. Bin sehr, 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 sehr froh darüber, dass er mir immer wieder ganz ruhig erklärt hat, dass ich bei den Spritzen bleiben soll, dass das super ist. Never change a winning team hat er, glaube ich, öfter mal auch benutzt. Also das funktioniert bei mir. Ich habe vergleichsweise keine Nebenwirkungen. Die Krankheitsaktivität ist im MRT sichtbar, komplett unterbunden und dass das wirklich eine tolle Sache ist, für die ich dankbar sein sollte. Also an dieser Stelle, Herr Professor Ziemsen, wenn Sie es hören, vielen, vielen Dank. Und ich werde es ihm auch, glaube ich, nochmal bei meinem nächsten Termin sagen. Denn was bringt mir das, ne? Ich kann Vollzeit berufstätig sein. Ich wechsle gerade in die komplette Selbstständigkeit, hatte das ja eine Weile nebenberuflich gemacht, begonnen.
Und bei mir steht jetzt noch eine Reha-Kur an, die hat auch tatsächlich mit der MS zu tun. Ich habe toi 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 wirklich wenige Sachen, aber mein Wechsel hier an die Küste, die ganze Zeit mit Corona und auch, ja, so das Ausscheiden aus meiner Firma, das war alles nicht so schön. Das hatte mich schon ein bisschen belastet. Und das hat auch ein bisschen irgendwie alte Symptome, neue Symptome, was auch immer. Es hat auf jeden Fall die MS irgendwie getriggert. Also nicht, ja, nicht neue Symptome, das wurde bewiesen. Entschuldige dafür, wollte ich dich nicht verwirren. Also im MRT bewiesen, keine neuen Symptome, aber es hat alte Symptome getriggert. Die sind nun mal da, das ist da passiert. Und dass zum Beispiel auch diese Zehen wieder da unangenehm sich anfühlen. Das war schon mal eine Weile besser gewesen. Und ich hatte auch eine Weile und vor ein paar Monaten Schmerzen in Händen und Füßen. Das war auch sehr unangenehm. Es war nicht tragisch schlimm und nicht so, dass ich dafür Schmerzmedikamente genommen habe. Ich habe dann immer starke Dehnungsübungen gemacht, aber es war halt nicht schön. Aber ja, ich kann also Vollzeit berufstätig sein, sogar in die Privatwirtschaft, in der Privatwirtschaft war ich, traue mich sogar in die Selbstständigkeit zu gehen. Ich habe jetzt gerade wieder mit Badminton spielen begonnen. Das ist ein Sport, wo man viel rennen muss, wo man sehr schnell reagieren muss, wo man mit Kraft den Ball auch mal schlagen muss oder mit Feingefühl. Und das klappt wieder super. Also ich hatte 5 Jahre ausgesetzt und ja, ich habe mir Zerrung im Po geholt, weil ich mich nicht ausreichend erwärmt habe. Aber das ist einfach mal nur dumm. Man sollte sich erwärmen. Ja, bloß weil ich jeden Tag Sport mache, heißt das ja nicht, dass ich an dem Tag dann schon warm bin. Also das ist einfach falsch Sport betrieben. Und ich war jetzt zwar länger nicht snowboarden wegen blöden Corona, aber das letzte Mal in 2000, ich weiß gar nicht, ob ich noch schwanger war, 2018 snowboarden war. Ich glaube ja, weil da wusste ich es ja noch gar nicht. Oder beziehungsweise da war ich noch nicht schwanger. Ich war 2018, genau. Das letzte Mal snowboarden, also zu lange ist es nicht her. Und ich konnte da schnell die Hänge runtersausen. Ich war aber nur eine Woche, beziehungsweise die letzten Male immer nur ein Wochenende im Jahr, sprich, ich mache jetzt hier keine großartigen Tricks und Springen und sonst was. Ich fahre zügig und ich glaube recht elegant die Hänge runter und kann auch schwarze Pisten runterfahren, insofern alles super. Und ja, das halt sozusagen 3 Jahre zurück, also 14 Jahre nach der Diagnose MS und ich bin mir sicher, ich könnte es auch dieses Jahr, klappt halt irgendwie nicht, vielleicht klappt es noch mit ein paar Freunden, aber mit denen ich immer gefahren bin, klappt es einfach aus termintechnischen Gründen nicht. Und ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, meine Hoffnung, dass ich komplett ohne Therapie auskomme, die habe ich erst mal davon geschickt. Ich bin froh, dass die Therapie so super funktioniert und die 1,5 Jahre ohne Therapie hatten mir eben diesen kleinen Schub beschert. Ich möchte da keine weiteren haben, denn ich möchte weiter aktiv sein. Ich möchte nicht erst in einen Verlauf kommen, der dann chronisch ist. Ich möchte bitte die ganze Zeit in einem Verlauf bleiben, wo sich die Schübe schön zurückentwickeln, ne? Also schubförmig remittieren und ein unbeschwertes Leben führen. Was die Zukunft bringt, wissen wir, glaube ich, alle nicht, aber auf jeden Fall ist es so, dass ständig geforscht wird, es gibt ständig neue Erkenntnisse, Verbesserungen in der Behandlung. Es ist unglaublich viel passiert in den letzten Jahren und ich bin mir sicher, da wird auch noch ganz viel passieren. Also wer weiß, vielleicht ist es irgendwann ohne Spritzen möglich, vielleicht ist es, ich habe zum Beispiel neulich gelesen, dass die auf europäischer Ebene daran forschen, über Sprühstöße in die Nase Medikamente zu verabreichen, für MS auch. Ist bestimmt noch weit weg, aber hey, also ich meine, weit weg kann ja heißen 10, 15, 20 Jahre. Da bin ich 60, da habe ich immer noch MS und bin auch dran interessiert, dann mich vielleicht nicht mehr zu spritzen. Also man weiß nie, was die Zukunft bringt. Mit Sicherheit wird es Verbesserungen geben für uns. Und daher bitte ich dich, beachte wie gesagt die Regeln. Wenn du dich neu spritzt, da kleine Probleme hast, also in deinem Empfinden sind es wahrscheinlich erstmal große, aber wenn das keine dramatischen Probleme sind, eher im Bereich unangenehm, schmerzhaft, blöd, dann schau mal, ob die Therapie bei dir wirkt, ob du dich vielleicht doch dran gewöhnst, dein Körper weniger drauf reagiert, ob dir meine Tipps da irgendwie helfen. Wenn die Therapie nicht funktioniert, dann bitte, bitte Wechsel anstreben. Und dann kann ich dir nur sagen, mach das Beste aus deinem Leben. Das hast du dir absolut verdient. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiederhören. Da gibt es übrigens eine Folge mit Dr. Schipper. Das ist die Geschäftsführerin der DMSG in Nordrhein-Westfalen.
War ein sehr schönes Interview, was wir da gemeinsam geführt haben. War für mich auch wieder ganz viel Spannendes. Und selbst wenn du nicht in NRW wohnst, denke ich mal, ist das recht spannend, was es so für Möglichkeiten gibt, wie überhaupt DMSG-Landesverbände funktionieren und was für Angebote es gibt. Natürlich, je größer der Landesverband, das ist nur mit Abstand der größte Landesverband, weil da die meisten Menschen wohnen, somit vermutlich auch die meisten MS-Patienten. Also je kleiner, desto weniger können sie bieten, aber trotzdem jeder DMSG-Landesverband versucht so viel wie möglich zu machen und das ist eben wieder ein Beitrag aus dieser Reihe. Also, wie gesagt, nochmal, mach das Beste aus deinem Leben. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Tschüss. Danke, dass du heute zugehört hast. Ich hoffe, du fandest es hilfreich. Vielleicht interessieren dich auch die bereits erschienenen Episoden und Beiträge, die du unter ms-perspektive.de/podcast findest. Du kannst auch ein kostenloses PDF mit 11 Tipps für deine positive Einflussnahme auf die MS unter ms-perspektive.de/newsletter erhalten. Wenn du mit mir in Verbindung treten möchtest, erreichst du mich unter ms-perspektive oder auf Instagram unter ms.perspektive. Bis zum nächsten Mal.